Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf dem Kanal bei Shappy zurück. Gestern war eine absolut krasse Wette. Einer von meinen treuesten Abonnenten kam in den Stream und sagt mir einfach relativ eiskalt: Shappy, ich habe irgendwie zwei PS5 übrig, die muss ich zurückgeben, die sind in der falschen Farbe geliefert worden, das war so eine Special Edition. Und er weiß, dass ich habe zwar mittlerweile eine, aber ich noch eine zweite unbedingt wollte. Nicht für mich, auch nicht um sie zu verkaufen, sondern die Jungs von meinem Partner Loot Gaming wollten auch unbedingt eine und sind ebenfalls bisher leer ausgegangen und waren ebenso wie ich nicht dazu bereit, dafür mal eben 700-800 € bei eBay Kleinanzeigen für diese ganzen Assis zu bezahlen, die mit ihren Bot-Accounts auf Amazon einkaufen und dann das schnelle Geld damit machen wollen. Also war die Wette folgende: Ich habe 2,5 Stunden, um die Nuke in Cold War zu erreichen. Dann bekomme ich die PS5. Wenn ich in diesen 2,5 Stunden die Nuke nicht erreiche, muss ich ihm im Wert von 400 €, was der Einkaufswert für eine PlayStation ist, Loot-Pakete zusammenstellen auf meine Kosten. Wie das Ganze ausgegangen ist, ob ich heute glücklich oder traurig sein kann, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Heute ist ein 12-Stunden-Stream auf Twitch. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir solche Challenges spielen, dann machen wir immer wieder was Witziges. Wenn ihr dabei sein wollt, wie ich Dark Matter freischalte, schaut einfach rein. Twitch TV, Schepperfeuer. Wir sehen uns. 8 wurden in grün geliefert und 2 in weiß, was falsch ist. Müssen jetzt entsorgen werden, weil kein Einzelverkauf möglich ist. Mache eine Nuke und ich check dir eine. Ausreichende Entlohnung. Digga, ich bin so nervös, Alter. Eine Nuke zu erspielen ist überhaupt gar kein Thema für mich eigentlich. Ja, es ist echt gar kein Thema für mich. Trotzdem bin ich so scheiße nervös gerade. Ich weiß gar nicht. Die wollen die haben, weil die in der Zentrale Aufnahmen von Games machen wollen, wo die selber spielen. Ich kann das schaffen. Digga, David hat immer Aufgaben, die mich nervös machen. Immer wenn David im Stream ist, kommen Aufgaben, die mich nervös machen. Raketenwerfer? An die Raketenwerfer denke ich noch überhaupt gar nicht. Die Raketenwerfer interessieren mich einen absoluten Scheißdreck gerade. Das war eine Straßenfeger. Was? Oh Junge, nicht dein Ernst. Du kriegst doch nicht wirklich über die Karte, oder? Nein, guckt ihn euch an. Der einzige Prestige. Der einzige mit der Shotgun. Ah, guckt's euch an. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen, wenn er mit der Shotgun auf der B-Flagge ist? Das ist der einzige Ort auf der Karte, wo ich mit der MP eine gute Chance habe. Thank you.
Take it down. Ow. Nein, Digga! Das doch nicht dein Ernst. Das kannst du doch nicht ernst meinen gerade. Fusion, mach's gut, mein Bester. Junge, Junge, Junge. Guckt euch das an. Gronkfans, grüß dich, mein Bester. Guckt euch das an. Schaut es euch an. Wie soll ich da reinkommen? Hab mir jetzt das HyperX Cloud geholt. Ich sag ja, der 7.1 Sound ist wirklich absolut genial, ne? Und ups. Und macht auch wirklich Spaß. Oh, Digga, guckt ihn euch an. Er ist der Einzige, der hier auf die Nerven geht. Er ist der Einzige, der auf die Nerven geht. Mit seiner scheiß Straßenfeger. Nee, die PS5 hat 7.1. Untermensch ist das. Ich habe das Rocket Khan Pro. Vielleicht kann Mod ja mal einen Link reinschicken. Na, Konix, alles fit, Digga? Hast du dein Paket heute schon bekommen? Guckt ihn euch an. Der hier, Jack Marvis. Oh, Max, vielen Dank. So, erstmal mich selbst safen. Nice, huge. Scheiße. Er ist one shot. Again, für Mabel. Oh, die Call-Outen, Leute. Die Call-Outen.
Okay, ganz ruhig, ich hab Zeit. What? Was ich brauche, ist ein Granatwerfer, noch ein neuer. Siebzehn, Spawn dreht. 18. Granatwerfer. Granatwerfer. Dreiundzwanzig. Wo ist der nächste? 24. 25. Siebenundzwanzig. 28. Komm, Baby. 29. Wer ist der beste COD-Spieler? Wer ist der beste COD-Spieler?